Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker und wir stehen immer noch vor der Hüterin der Blüte, die sich wieder mit uns getroffen hat. Ein betörender Duft von Kräutern und Blumen verrät dir, dass deine langjährige Bekannte hier ist. Langjährig? Seit wann? Die Nymphe sieht dich an, als hätte sie dich noch nie gesehen. I see your fate has changed since last we met. Now you are the ruler who will determine the destiny of these lands. I am their living heart. The whisper of the wind, the strength of rivers, the luxuriant growth of the meadows. Do you wish to touch this power? Ich weiß nicht, ob es gut ist, so eine Macht zu berühren. Andererseits könnte sie uns vielleicht eine Hilfe sein und unser Land florieren lassen. I will show you a place where we can finally meet in flesh, you and I. Deep in the woods, there is an old mossy ruins, long abandoned, nearly swallowed by the thicket. There is an old tree growing among the stones in the yard, which I remember as a seed. A shadow under its green crown, I call my verdant chambers. Visit me there, my lord, and come alone. A nymph's reward awaits you. Warum macht mir das gerade Sorgen? Irgendwie hat sie einen Unterton an sich, der mir gerade nicht gefällt. Trotzdem werden wir natürlich hingehen, denn ich möchte schon wissen, was es damit auf sich hat. Insofern freut mich, dass ich helfen konnte. Wir treffen uns schon bald in den grünen Gemächern. So long. I will await you there. As the ground waits for spring under the heavy winter snow. Ich würde das Gespräch ungern jetzt hier mit ihr führen, während meine Leute zuschauen. Das ist dann vielleicht doch nicht so gut. Aber wir können jetzt die Nymphe in ihren grünen Gemächern treffen. Unsere Wachen sehen echt ein bisschen bösartig aus, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so... Naja. Und direkt wieder Darth Ulrich Musik. Aber ich bin ja schon froh, dass es jetzt wenigstens Musik hier gibt. Die war ja vorher irgendwie nicht da. Ich weiß auch nicht warum, als uns der Kästen herumgeführt hat. Da war keine Musik. Hier ist die Taverne anscheinend. Eine Priesterin. Wer ist denn Arsinö? Eine dunkelhäutige Frau in prächtigen, goldbestickten Gewändern begrüßt dich mit einer höflichen Verbeugung. Ihre strahlenden Augen scheinen aus geschmolzenem Gold zu bestehen. Eine göttliche. Seid gegrüßt, edler Herrscher dieser Gefilde. Mein Name ist Arsinoe. Ich bin eine Gesandte des Tempels von Abadar in Absalom, die in der Annahme hierher kam, eure junge Baronie könnte vielleicht die Dienste einer Priesterin gebrauchen. Erzähl mir erstmal von Abadar. Mit Vergnügen. Abadar ist der Gott der Städte, des Gesetzes, der Händler und des Wohlstands. Der Kern seiner Lehre ist simpel. Recht und Gesetz fördern, die Entwicklung der Zivilisation, die wiederum ein Leben in Frieden und Wohlstand ermöglicht. Während Erastil alte Sitten, kleine Ansiedlungen und einfache Dinge wie die Jagd schätzt, ist Abadar ein Förderer des Fortschritts, komplexer Handelsbeziehungen, der Ordnung und des Unternehmergeistes. Jeder Priester von Abadar hat seine eigenen Gründe, ihm zu dienen. Einige halten das Gesetz für den wichtigsten Aspekt ihres Glaubens und hüten es, vergleichsweise fanatisch. Für andere zählt allein das Wohlbefinden ihrer Gesellschaft. Ich persönlich folge Abadars Lehren, die besagen, dass die Zivilisation selbst die wildesten Länder durchdringen und den Leuten ein Leben in Sicherheit und Behaglichkeit ermöglichen muss. Ich bin mir nicht sicher. Die Leute hier haben seit Generationen und seit Ewigkeiten an Erastil geglaubt und Erastil bevorzugt ja anscheinend kleinere Siedlungen, ein sehr einfaches Leben, während Abadar mehr so derjenige ist, der so ein bisschen in Richtung Großkapital, Finanzen, Konzerne, Handelsbeziehungen, riesige Städte, in denen Menschen wie Lohnsklaven leben. Ich bin aber da im Augenblick ein wenig abgeneigt. Ihr seid eine Azimar, wenn ich mich nicht irre. Ich schätze, das ist nicht zu übersehen, was? Ja, ich bin eine Azimar.
Aber ich habe keine Ahnung, wie oder wann das Blut der Himmelswesen in meine Familie kam. Unter all meinen Verwandten und den mir bekannten Ahnen bin ich die Einzige, in deren Adern es pulsiert. Ich muss allerdings zugeben, dass ich sehr froh über diese Gabe bin. Sie lenkt mehr Aufmerksamkeit auf mich. Das ist recht hilfreich für eine Priesterin, die eine eigene Gemeinde gründen möchte. Und was hat euch in meine Baronie verschlagen? Das ist eine lange, aber nicht sonderlich aufregende Geschichte. Ich bin in Absalom geboren und aufgewachsen, sah aber keinen Grund, dort zu bleiben. Welchen Sinn hätte es gemacht, Abadars Glauben in einer Stadt zu lehren, die ohnehin schon groß und zivilisiert ist? Nein, ich fühlte mich zu abgelegenen Orten hingezogen, an denen die Zivilisation noch in den Kinderschuhen steckt. Es bereitet mir große Freude, dabei zu sein, wenn der Grundstein einer neuen Ansiedlung gelegt wird, oder zu sehen, wie eine Wildnis voller Monster und Banditen zu einem sicheren Hafen für friedliebende Seelen wird. Was los? Warum schreit da jemand? Ich bin Zeit meines Lebens durch die Welt gereist, um Orte wie eure Baronie zu besuchen. Und ich muss sagen, eure Stadt ist ganz nach meinem Geschmack. Eine blühende Stadt. Die auf den Überresten der Festung eines Banditenkönigs errichtet wurde, ist genau die Art von Triumph, die Abadar beschreibt. Ich hoffe, meine Fähigkeiten als Priesterin werden für dieses Land und für seine Bewohner von Nutzen sein. Ja, das ist auch in unserer Stadt passiert. Wenn es euch nur darum geht, den Bürgern zu helfen, warum verlangt ihr dann etwas für eure Dienste? Das ist ein Teil von Abadars Philosophie. Die Gesetze und Regeln sind nicht ohne Grund entstanden. Sie bringen Ordnung in unsere Welt und dürfen ohne Not nicht gebrochen werden. Die Möglichkeit, etwas, das man begehrt, ohne Anstrengung zu bekommen, hat einen verderblichen Effekt auf unsere Seele. Ja, das wiederum bestätige ich. Also wenn du alles bekommst, was du haben möchtest, einfach nur mit einem Finger schnippen und zack ist es da, dann verlierst du irgendwann den Blick dafür, was eine Sache oder ein Gegenstand oder eine Situation, ein Erlebnis eigentlich wert sein kann. Und dann hat nichts mehr plötzlich einen Wert. Du brauchst halt immer mehr. Das ist wie bei Drogen. Das ist genau das gleiche Prinzip, nur dann eben mit Wertgegenständen oder mit Erlebnissen, mit dem Kick und so weiter. Ja, trotzdem bin ich immer noch Erastil ein bisschen mehr zugeneigt als Abadar für den Augenblick. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich gehe mal ganz kurz in die Taverne rein und unsere wundervolle Taverne mit unseren sehr einladend wirkenden Bannern, die wir da aufgehängt haben. Es sieht jetzt nicht so... Ist keiner da, ne? Gut, es sind auch noch die Anfänge der Siedlung, das müssen wir auch nochmal festhalten, ne? Es ist noch nicht ausgebaut. Dürfen wir hier eigentlich an die ganzen Kisten dran? Dürfen wir das mitnehmen? Ist das stehlen? Das ist nicht stehlen, oder? Wir dürfen das mitnehmen. Nehmen wir einen magischen Gürtel mit. Was haben wir hier noch? Schriftrolle, magisches Geschoss. Chroniken der Klingen. Ewiges Sonnenlicht, Tagebuch eines Pilgers. Ich lasse das mal hier drin. Ich werde jetzt mal die Stadt nicht plündern. Ich habe ja auch schon gesehen, in den Bürgerhäusern sind auch diverse Kisten drin, die wir eventuell noch untersuchen könnten. Aber ich will mir jetzt auch mein Inventar nicht vollrotzen, bis zum geht nicht mehr mit irgendwelchem Mist. Ich möchte erstmal eine Kiste finden, in der ich vielleicht Sachen lagern kann, die ich jetzt gerade bei mir habe, ohne dass ich sie gleich verkaufen muss. Denn vieles davon möchte ich vielleicht auch gerade gar nicht verkaufen. Schauen wir mal gerade zu den Händlern, die hier unten stehen. Hier steht zum Beispiel ein Waffenhändler, wenn ich das richtig sehe. Vor dir steht ein junger, rothaariger und überraschenderweise glatt rasierter Zwerg, der sich an einen Vorschlaghammer lehnt. Er liest gerade ein Buch, blickt aber auf und verbeugt sich leicht, als du näher kommst. Seid gegrüßt, euer Gnaden. Ich bin Werdel, ein Schmied. Wie kann ich euch helfen? Erzähl mir was über dich. Aber was gibt's da zu erzählen, euer Gnaden? Ich bin ein Schmied. Mein Vater war ein Schmied. Mein Großvater war ein Schmied. Genau wie sein Großvater vor ihm. Abgesehen davon waren sie alle bemerkenswert fruchtbar. Weshalb ich reichlich Vettern ersten, zweiten und dritten Grades habe, die ebenfalls Schmiede sind. Nahezu alle Waffen in Mivorn wurden von jemandem aus unserer Familie geschmiedet. Deshalb habe ich meine alte Heimat auch verlassen. Meine Fähigkeiten sind hier deutlich nützlicher. So viel steht fest. Ihr seht ein wenig anders aus als die meisten Zwerge. Werdel seufzt und fährt sich mit den Fingern durch die Haare. Ihr hattet einen Bart erwartet. Nichts für ungut, aber welchen Sinn hat ein Bart? Vor allem, wenn man Schmied ist und mit Feuer arbeitet. Man senkt ihn sich an, taucht ihn in Lampenöl, wird von einem Funken aus der Schmiede getroffen und schon ist der schöne Bart Geschichte. Ohne Bart ist man eindeutig besser dran. Was lest ihr? Werdel sieht leicht verwirrt aus. Nun ja, verschiedene Dinge.
Es ist nett, sich eine Pause mit einem guten Buch zu gönnen. Im Moment lese ich gerade Ehre und Tapferkeit, 10 Abenteuer des vortrefflichen Vilas Gundarsson in Absalom. Irgendwann kannst du unsere Geschichte lesen, von Lindsay geschrieben. Zeig mir mal, was du im Angebot hast. So, Beil aus kaltem Eisen. Oh, aus kaltem Eisen, alles aus kaltem Eisen. Aber ich sehe gerade schon, oh Gott. Adamant-Ritterrüstung. Oh Gott, für Valerie. Das würde ich mir wirklich gerne an den Körper pappen. Ritterrüstung auch magisch. 12.000, das ist mir alles zu teuer. Ich meine, der hat richtig gute Sachen, aber es ist mir leider zu teuer. Und hier ist noch Hasuf. Du siehst einen drahtigen, dunkelhäutigen Mann mit einem fröhlichen Lächeln in seinem wettergegerbten Gesicht. Er trägt kostbare Kleidung und sowohl seine dunklen Haare als auch sein gepflegter Schnurrbart sind perfekt frisiert. Der Mann verneigt sich mit leicht abgespreizten Armen vor dir. Hasuf aus Absalom freut sich sehr, euch willkommen zu heißen, euer Gnaden. Kommt und werft einen Blick auf die besten Waren, die wir reisenden Händler anzubieten haben. Bitte seht sie euch an. Erzähl mir was über dich. Mit Vergnügen, euer Gnaden. Der Händler streicht über seinen Schnurrbart und fängt an, seine Geschichte mit bedeutsamer Miene, volltönender Stimme und ausladenden Gesten zu erzählen. Hasufs Familie war nicht reich und genau wie viele andere in Absalom musste auch er ganz unten anfangen. Während gleichaltrige Kinder Tauben jagten und auf dem Markt Äpfel stahlen, arbeitete er in einer Gerberei. Oh, ich kann diesen abscheulichen Gestank noch immer riechen. Der Mann greift nach einem stark parfümierten Taschentuch und wedelt damit herum. Nun, der junge Lehrling arbeitete hart, sparte jede Münze und war schon bald in der Lage, seinem früheren Herrn die Gerberei abzukaufen. Als er später genügend Geld besaß, eröffnete er sein eigenes Handelsunternehmen. Nach 10 Jahren, unzähligen Geschäften und zahllosen Reisen mit seiner Karawane, war Hasuf schließlich einer der erfolgreichsten Händler in ganz Absalom, wodurch er seinen Namen unauslöschlich in den Geschichtsbüchern dieser großartigen Stadt verewigte. Der Händler sieht dich freudig an. Also, wie war das? Ich suche einen Schreiber, dem ich meine Lebensgeschichte diktieren kann. Ich denke, viele fänden es interessant und lehrreich, mehr über mich zu erfahren. Was ist denn das Geheimnis eures Erfolges, Hasuf? Es gibt kein Geheimnis. Beharrlichkeit, Charakterstärke, ein Auge für Details, Überzeugungskraft, Charme, das alles und vieles mehr ist in meinem Gewerbe der Schlüssel zum Erfolg. Gäbe es aber doch ein Geheimnis, wäre es vermutlich nicht sonderlich klug, es mit jedem zu teilen, nicht wahr? Der Mann lacht herzhaft, während seine Hände über seine Seiten streichen. Warum habt ihr Absalom, das Zentrum allen Handels, für irgendeine junge Baronie in den Raublanden verlassen? Das ist eine lange Geschichte, die euer Gnaden vermutlich nicht interessiert. Ja doch, komm, erzähl mir, was da passiert ist, ich bestehe darauf. Der Händler stöhnt theatralisch. Nun gut, wie ihr wünscht, euer Gnaden, es war wegen einer Frau. Als ich noch jung war, verliebte ich mich in die Tochter eines Richters, einer bedeutenden Persönlichkeit in Absalom. Ich habe viele Jahre versucht, ihr Herz zu gewinnen, aber sie war kalt wie Stein. Ich hätte aufgeben sollen, aber das liegt nicht in meiner Natur. Letzten Endes ist es mir gelungen, ihre Liebe zu erringen, nur war ich nicht dafür bereit. Hasuf schluckt und reibt sich den Hinterkopf. Aber da sei mein Zeuge, in dieser Frau brennen die Flammen der Hölle. Ich habe es nicht einmal 6 Monate mit ihr ausgehalten. Zärtlichkeit und Leidenschaft an einem Tag, Geschrei und Skandale am nächsten. Manchmal ist sie während einer geschäftlichen Besprechung in mein Büro gestürmt, um mir eine Eifersuchtsszene zu machen. Und manchmal hat sie mich am Kragen aus den besten Tavernen der Stadt geschleift. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich war ständig nervös, was sich langsam auch auf mein Geschäft auswirkte. Mir wurde bewusst, dass ich nur fliehen konnte. Sie zu verlassen und weiterhin in der Stadt zu bleiben war unmöglich, selbst in einer Stadt wie Absalom. Ich beschloss, nie wieder zurückzukehren und ich fürchte noch immer, dass mich diese Wildkatze von einer Frau verfolgen wird. Sue verstummt und starrt ohne zu blinzeln vor sich hin. Obwohl ich manchmal nach ein paar Krügen Wein immer noch an sie denke, vielleicht war ich es ja, der diesen Wirbelsturm in ihr entfesselt hat. Wenn ich mich irgendwie anders verhalten hätte, ja, vielleicht. Aber zeig mal dein Warenangebot. Er hat
aufflammendes. Oh, er hat auch schöne Waffen und er hat auch schöne. Oh, er hat ganz viele. Ganz viele schöne Sachen, die wir uns alle nicht leisten können und auch nicht leisten wollen, denn ich möchte mich erstmal umsehen, was wir denn so auf unseren Reisen alles ergattern können. Das wäre jetzt so meine erste Intention. Ich wollte mir gerade schauen, wo war Valerie noch gleich? Valerie war da hinten. Was sagt sie denn zu unserem schönen Land, das wir jetzt hier, vor allen Dingen, was sagt sie zu unserem schönen Banner? Ich bin mir nicht sicher. Wer sind Hyland und Delia? Valerie nickt ihr freundlich zu. Ich freue mich, euch zu sehen. Keine neuen Gesprächsoptionen. Danke für das Gespräch. Und wer seid ihr? Du siehst einen stämmigen Mann in abgetragener Rüstung. Sein Gesicht wird von silbernen Stoppeln eingerahmt und seine dicke Nase ist rot und pockennarbig. Er strahlt absolute Ruhe aus. Als du dich ihm näherst, verbeugt er sich, voller Respekt und Würde. Hyland, euer Gnaden, Hauptmann der Stadtwache. Eine junge Zwergin salutiert unbeholfen vor dir. Delia, Assistentin des Hauptmanns. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten zu sein, euer Gnaden. Ich kann mich nicht daran erinnern, einen Hauptmann der Wache angeheuert zu haben oder überhaupt irgendwelche Wachen. Ich kam auf Befehl von Lady Yamandi Aldori mit einem Dutzend meiner besten Wachen aus Restov hierher, euer Gnaden. Den Rest habe ich unter den Einheimischen rekrutiert. Seid unbesorgt, euer Gnaden. Wir sind jetzt Untertanen eurer Baronie. Wir haben geschworen, euch treu zu dienen und ihr könnt euch auf uns verlassen. Außerdem erhalten wir unseren Sold aus euren Schatztruhen. Der Hauptmann sieht die weibliche Wache mit gerunzelter Stirn an, ehe er seufzt und sich wieder dir zuwendet. So ist es. Jeder von uns ist bereit, sein Leben zu geben, um euer Gnaden zu schützen. Es gibt allerdings noch Nachholbedarf, was die Disziplin angeht. Kennt ihr diesen Zwergenautor? Baldrische Zebras? Knoflige Tundras? Der Name ist mir gerade entfallen. Meine Leute lesen seine Bücher über den Wachdienst während des Dienstes. Ich muss ihnen wohl eine Lektion erteilen. Ich wüsste gern mehr über die Leute in meinen Diensten. Natürlich, euer Gnaden. Ich bin schon mein gesamtes Leben Wache. Anfangs habe ich als rotznäsiger Bengel in der Nachtwache. Der Satz ist nicht zu Ende, egal. Restov ist berühmt für seine Fechtschulen. Junge Leute aus sämtlichen Flusskönigreichen kommen dorthin, um sich ausbilden zu lassen. Es scheint, als hätte jeder Zweite ein Schwert und jeder Dritte denkt, er könnte damit besser umgehen als alle anderen. Ein falsches Wort und jeder Streit unter Betrunkenen könnte schnell zu einem unkontrollierten Kampf ausarten. Deshalb gibt es in der Stadt auch so viele Wachen. Und sie nehmen nicht jeden auf. Lady Jamandi hatte von meinen Leistungen erfahren und mich für eine Beförderung auserkoren. Deshalb bin ich jetzt hier. Bist du sicher, dass das eine Beförderung ist und du nicht wegbefördert wurdest? Delia habe ich vor etwa 10 Jahren auf der Straße aufgegriffen. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, ein winziges Zwergenmädchen, das auf den Stufen zum Tempel saß. Mit schmutzigem Gesicht und barfuß fütterte sie dort eine streunende Katze mit etwas Brot. Ich sah sie und mein Herz setzte für einen Schlag aus. Der Hauptmann sieht weg. Woher sie kommt und wer sie aus welchen Gründen allein gelassen hat, weiß nur Erastil. Als sie dann größer wurde, versuchte ich, sie zu einer Handwerkslehre zu bewegen. Aber wer kann einer Zwergin schon Vernunft beibringen? Sie wollte eine Wache werden und damit war das Thema für sie erledigt. Also bilde ich sie jetzt selbst aus. Sie ist zum Glück ein helles Köpfchen und alles andere als schwach. Haben die Wachen denn alles, was sie brauchen? Wir haben ausreichend Waffen und Vorräte, euer Gnaden, und der Sold ist angemessen. Wir könnten Spielzeug für die Kinder kaufen und uns nach der Schicht einen Krug Bier gönnen. Natürlich wächst die Stadt und es wäre schön, auch unsere Reihen aufzustocken, aber darum können wir uns selbst kümmern. Na gut, wir haben unsere Wachen getroffen, das finde ich auch eine schöne Angelegenheit. Muss man ja auch mal mit ihnen zusammenreden. Mit Valerie hatten wir jetzt nichts mehr zu besprechen. Wir könnten nur mal hier runterschauen, ob wir mit eine Einreiseerlaubnis... Komm, aus Galt, wir ziehen nach Norden, um Arbeit zu finden. Ja, willkommen. Was ist denn hier los? Ach wirklich? Ihr gebt also zu, dass ihr euch illegal ins Land geschlichen habt? Es ist ein offenes Land. Hier steht einfach eine Stadt. Wo ist denn das Problem? Ja, seit wann ist es denn gegen das Gesetz, durch die Flusskönigreiche zu reisen? Verstehe ich jetzt auch nicht. Reisen ist nicht gegen das Gesetz. Aber in einem fremden Staat ohne die erforderlichen Papiere zu reisen, ist es. Ja gut, es ist natürlich rechtschaffend hier. Das muss man ja mal festhalten. Ja, es ist...
Verhörraum, bitte habt Gnade. Ich würde gerne hier eingreifen, ich würde gerne was dagegen sagen. Ich würde gerne, aber ich glaube, das sind so Ereignisse, die uns ein bisschen darauf hinweisen, wie denn die Leute unter unserer Führung agieren. Denn man hat ja nicht auf jedes Detail, das in seinem eigenen Staat passiert, auch wirklich Einfluss. Ne? Das ist immer so eine schwierige Angelegenheit. Mit Tristrian können wir auch nichts weiter besprechen. Deswegen machen wir uns dann wieder auf den Weg in unseren Ratsraum. Tja, und werden von dort aus nochmal schauen, ob wir ein bisschen was am Königreich drehen können. Ja, mal schauen, in welche Richtung sich das hier noch entwickelt. Aktuell bin ich nicht so unbedingt zufrieden damit, wie unsere Leute hier die ankommenden Bürger behandeln oder wie der Magistrat da unten mit der Frau umgesprungen ist. Ja, das missfällt mir gerade noch. Ich habe was liegen lassen? Achso, nee. Es war ja nur das, was in dem Bücherregal war. Na gut. Aber dann werden wir uns jetzt erstmal wieder dem Regieren widmen. Wobei, ich überlege gerade, ob wir vielleicht nächste Folge einfach erstmal zu der Nymphe reisen. Und dann wieder regieren. Das wäre, glaube ich, eine schöne Abwechslung. Wir waren jetzt einige Folgen hier in der Hauptstadt unterwegs. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt wirklich viel zu tun. Ne? Also es ist nicht so, als wäre das so eine Sache nach dem Motto, wie es in Pillars of Eternity 1 zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Da gab es ja ab und zu die Situation, dass eben ein Bittsteller zur Burg kam. Naja, und dann hat man eben ganz kurz mit ihm geredet, hat eine Entscheidung getroffen, dann war er wieder weg. Das hier scheint mir weitaus umfangreicher. Guck mal, Valerie ist jetzt auch direkt hier drin und wartet. Kann aber nichts weiter mit ihr besprechen. Ist schade, ich würde gerne mehr über sie erfahren. Wo geht's denn hier hin? Moment mal, das schaue ich mir jetzt gerade nochmal an. Oh, mein Schlafzimmer. Ruhen im Bett. Und hier, das müsste dann meine Kiste sein, wo ich Sachen lagern kann, oder? Ja, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann endlich den ganzen Kram, den wir nicht brauchen, lagern. Das mache ich jetzt aber nicht in der Folge. Ich werde jetzt mal aussortieren, was wir nicht brauchen oder was wir eventuell nochmal für die Zukunft zurücklassen werden, falls wir es nochmal brauchen könnten, wie zum Beispiel solche Sachen hier, die Bücher, die wir noch lesen wollten, all diese Dinge, die wir nicht unbedingt verkaufen oder wegschmeißen wollen, mache ich jetzt zwischen den Folgen, dass das nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass das sehr langweilig wird. Es ist ein wirklich schönes Schlafzimmer, das wir hier haben. Da kann man nicht meckern, ne? Ist schon prächtig. Also wenn ich mir das Bett ansehe, da würde ich auch gerne ruhen. Na gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns entweder zur Nymphe begeben oder noch ein bisschen herrschen. Mal gucken, was wir machen. Ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.